Die Polizisten nehmen von den Anwohnern Speichelproben für eine DNA-Analyse. Diese Proben sind freiwillig, aber bis heute haben rund 3.800 Menschen eine Probe abgegeben. 50 Männer haben diesen Test allerdings verweigert. Und das dürfen sie auch. Wenn die Betroffenen nicht freiwillig einem Test zustimmen, muss von einem Richter oder einer Richterin eine Blutprobe angeordnet werden. Und dann gibt es plötzlich eine Spur. Eine Frau meldet sich bei der Polizei und sagt aus, dass sie am Abend der Tat ein Mann auf einer Brücke entgegengekommen sei und ihr einfach an den Arm gepackt hätte. Doch so schnell wie der Mann kam, war er auch schon wieder in der Dunkelheit verschwunden. Die Zeugin konnte den Mann nicht so gut beschreiben und auch die DNA-Proben haben keinen Treffer ergeben. Dann weitet die Polizei ihre Fahndung aus. Schon direkt nach der Tat hat sie über 1000 Handydaten abgerufen. Jetzt überprüft sie jeden, der eine Stunde vor und nach der Tat in der Siegener Innenstadt mit dem Handy telefoniert hat. Mit dem Ziel, mögliche Zeugen zu finden, um neue DNA-Proben zu entnehmen.